herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon, ne? Und, ja. Ja, wir stehen hier vor einer Sackgasse und ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nie diese Bonus-Episoden gespielt. Das ist alles blind, deswegen gehe ich nach links. Weil ich immer nach links gehe in Mystery Dungeon. Linker Höhlenpfad. Es fängt ja schon mal gut an. Dass hier einfach so viele Star... Ach, warte. Was ist denn das für Musik? Die ist ja schön. So, und du bekommst Donnerschlag wieder an und Konfusion. Wir wollen ja nicht, dass du dich umbringst mit Turmkick. Und das hier ist erstmal eine Sackgasse. Geil, dankeschön. Spiel. Oh, gibt's hier vielleicht eine schöne Attacke für du... Kecleon, hi. Habe ich überhaupt 1600? Wie viel kostet 100? Tada! Ja, das Geld habe ich dann, glaube ich, doch nicht. Deswegen, gehe ich lieber wieder. Danke, Kecleon. Hi, Staraptor. So. Oh, okay. Ach, kommt schon, Leute. Wo kommt ihr denn immer her? Agilität. Kann nicht treffen, Gardevoir. Das musst du alleine machen. Ich gehe schon mal weiter. Leute, kommt. Wo bleibt Meditalis? Meditalis war nicht geboostet mit Agilität. Das tut mir ein bisschen leid. Entschuldigung, Meditalis. Wenn du auch einfach so weit wegstehst. Belebersam. Ach, fast. Ach, meine Güte, Staraptor. Geh. Geh und ärgere jemand anderen. Ich weiß nicht mal, ob es war ein Staraptor oder ich habe es nicht so richtig gesehen, aber ich glaube schon. Es hatte rot irgendwo. Oh, was ist denn das? Ist das Wasser? Orangenes Wasser? Leute, das würde ich nicht trinken an eurer Stelle. Trinkt bitte nicht das Wasser. Es ist nämlich orange. Natürlich. Sackgasse wie immer. Hallo? Ja klar, setz Donnerschlag ein, Meditalis. Clever. Meine Güte. Och. Meditalis ist schon selten dämlich, ne? Dankeschön. Autsch. Autsch. Hilfe. 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 Warum hilft mir denn keiner? Wir sind ein schlechtes Team. Klasse! Und ich hatte mich über die Sinnelbeere gefreut. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, immer auf diese blöden Fallen zu treten. Ich glaube, wir stehen hier lieber erstmal ein bisschen und heilen wieder. Die Sprengfalle war nämlich nicht so geil. Irgendwie. Ich hasse es, wenn diese Dungeons so unfassbar... Warum... auf Gardevoir, so unfassbar verschlungen sind. Das ist sehr anstrengend. Nehme ich auf? Ja. Weil es mir während der Sonflora-Episode, nur falls es euch interessiert, das hatte ich nämlich, die ersten 10 Minuten hatte ich nämlich schon mal gespielt da und habe sie dann nochmal aufnehmen müssen. Das war nicht so witzig. Du Idiot, hast dich umgebracht selber. Ach, reden wir nicht drüber. Und jetzt muss ich... Ach, da kommen gleich zwei. Wir gehen dann mal. Schnell. Ich hoffe ehrlich, der linke Höhenpfad war... Ich muss jemanden umbringen. Ich habe nur noch 23... Warum habe ich denn nur noch 23 KP? 28, Entschuldigung. Natürlich. Dieser Dungeon ist ein bisschen nervig. Meditalis, ich verbiete dir jetzt den Donnerschlag. Warum denkt Meditalis, es wäre eine gute Idee, auf ein Elektro-Pokémon Donnerschlag einzusetzen? Vor allem, wenn dieses Elektro-Pokémon Blitzfänger hat. Aber selbst ohne wäre es eine dumme Idee. Meditalis. Oh, bitte explodier nicht schon wieder. Ach, scheiße.
Diese Fallen! Das wäre schon wieder eine Giftfalle gewesen. Glückwunsch, Meditalis. Glaube ich. Das ist auch nur im Team, weil es pink ist, oder? Und man dachte, auch das ist weiblich, das ist rosa. Ja, gute Begründung. Oh, ich sehe ein Licht da drüben. Das ist sicher der Ausgang. Wir haben es geschafft. Wir haben die Höhle durchquert. Nein! Ach, Kacke. Es gibt bestimmt einen Weg hier in der Mitte durch und man kommt weder links noch rechts durch. Wartet, ist das nicht? Ganz genau. Hier haben wir angefangen. Wir wurden reingelegt. Es war nicht der richtige Eingang. Der rechte Eingang muss der richtige sein. Aber ist das nicht toll? Jetzt wissen wir den Weg. Man kann auch gezwungen optimistisch sein, Schlappohr. Also, jetzt wissen wir es. Lass uns diesmal den rechten Pfad ausprobieren. Ich wette, mit euch hier in der Mitte gibt es noch einen Gang oder so einen Kack. Ja, ich möchte den rechten Eingang betreten. Danke, Meditalis. Hier ist aber die gleiche Musik. Warum ist hier dieselbe Musik? Naja. Egal. Eine Sinnebeere, ja, nachdem die letzte explodiert ist, die ich haben wollte. Du bist keine Treppe. Schön. Schön, wie wenig Schaden ich mache. Toll. Ey, lässt du bitte Gardevoir in Ruhe? Mann. Wäre cool, wenn ich schon eine Mega-Entwicklung machen könnte. Aber leider gab es die irgendwie noch nicht zu dem Zeitpunkt. Hey. Agilität. Ich liebe Agilität. Das bräuchte ich noch auf meinem Vulpix oder auf Balui. Oh. Ich dachte, es wäre besiegt. Ups. Ach, du schon wieder. Au. Treppe? Eigentlich brauche ich ja kein Geld, ne? IQ-Fähigkeit. Jetzt trifft doch mal, meine Güte. Och, wie kann man denn mit Pfund daneben schlagen, ha? Vor allem zweimal. Einmal okay, aber zweimal ist grenzwertig. Natürlich bin ich in die... Hallo. Blöder. Blödes Voltensor. Tschüss. Oh, Gardevoir. Level. Warum ist Gardevoir vom Level her am höchsten? Juhu, Level rauf. Glückwunsch. Ein Persimban. Ach. Mach du das bitte, Meditalis. Dankeschön. Warum machen eigentlich all meine Teammitglieder viel mehr Schaden als ich? Warum bin ich denn dann überhaupt Chef vom Team, wenn ich am schlechtesten bin? Das ist traurig. Ah, Level 34. Yay, aber keine neue Attacke. Schlappohr. Gib dir mal Mühe und lern irgendwas. Irgendwas Sinnvolles. Erstaub, schön. Das kann man immer gebrauchen. Und natürlich auch ein Top-Elixier. Und noch ein Top-Elixier. Ist auch ein Top-Elixier? Nee, nur Geld. Aber, oh ja, für die 13 Poké kann ich mir sicher was kaufen. Mann. Warum liegt denn da manchmal einfach so wenig Geld? Skokro? Arsch. Nein, ha! Ah, ich bin fast gestorben. Das ist großartig. Ja, ich wollte eigentlich nicht dich ansprechen. Ja, wir stehen hier jetzt in der Ecke rum und warten. Bis ich wieder halbwegs verträglich viele Kaffee habe. Ja, okay, weiter geht's. Ah, Treppe, Glück gehabt. Sehr schön. Huch, du bist aber schnell, Skokro. Oh, Meditalis, lauf doch mal ein bisschen intelligenter. Meditalis haben wir auch nur aus Mitleid im Team, habe ich das Gefühl. Ehrlich. Meine Güte, Meditalis aus. Super, einmal im Kreis gelaufen. Das mache ich am liebsten. Das macht am meisten Spaß. Da hat man richtig das Gefühl, dass man was erreicht hat. Hallo, schon wieder. Meditalis, würdest du bitte dich zum Kampf dazu bewegen? Ach, natürlich bin ich verwirrt.
Gardevoir, bleib bitte hier. Warum bin ich noch verwirrt, aber Gardevoir nicht? Das Gorgoroth hat uns nicht gesehen, alles gut. Das ist die Treppe. Ja! Lauft! Jetzt sind wir auch hier durch. Oh! Ich sehe ein Licht da drüben. Das muss der Ausgang sein. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab's gesagt! Yay! Was? Das ist... Genau! Der Ort, von dem aus wir gestartet sind. Was? Warum nur? Wir nehmen den linken Eingang und sind hier gelandet. Als wir den rechten Eingang betraten, waren wir also sicher, dass wir weiterkommen würden. Was genau geht hier vor sich? Wie wollen wir jetzt vorankommen? Ich frage mich, ob dahinter irgendein Rätsel steckt. Wir müssen vielleicht ein Rätsel lösen, um voranzukommen. Hey Gardevoir, irgendwelche Ideen? Nein, entschuldigt, aber ich habe nicht die geringste Ahnung. Hier gibt es zwei Eingänge und ansonsten gibt es nichts. Ha, wenn Gardevoir keine Idee hat, haben wir wohl keine große Chance, die Lösung zu finden. Ja, weil wir uns dann auf dich verlassen müssen, Meditales, richtig. Augenblick, ich möchte nicht auf einer Stufe mit dir gestellt werden, Meditales. Ich denke, Schlappohr ist meiner Meinung, was Meditales angeht. Hä? Was meinst du damit? Dann verrate es doch, hast du vielleicht was rausgefunden, Schlappohr. Nun, nein, um ehrlich zu sein, habe ich auch keinen Schimmer. Na gut, so viel dazu. Das war in etwa das, was ich erwartet habe. Darum bin ich dir nicht böse. Wir kennen uns schon eine Weile. Ach, Meditales, danke. Ist schon gut, aber ehrlich, was sollen wir tun? Hey, wartet auf mich! Oh nein, Knuddeluff. Knuddeluff sprengt uns jetzt den Eingang frei. Was? Hab ich dich, mein perfekter Apfel. Du bist es, Knuddeluff. Oh, Team Charme. Juhu, liebe Freunde. Wie kommt Knuddeluff hierher? Oh, lass mich raten. Du hast dich auf die Suche nach dem Schatz gemacht. Was? Schatz? Darüber weiß ich nichts. Über einen Schatz meine ich. Mein perfekter Apfel hüpfte und kullerte mir davon. Ich habe ihn verfolgt, wie er so davon kullerte und bin irgendwie hier gelandet. Oh, verstehe. Alles klar, alles klar. Und was macht ihr hier so? Wir kommen anscheinend gerade nicht mehr voran. Siehst du die beiden Eingänge dort? Welchen wir auch nehmen. Wir kommen auf jeden Fall wieder hier an. Wir vermuten, dass wir ein Rätsel entwirren müssen. Wir sind nämlich ganz schön verwirrt. Hast du eine Idee, was wir mal ausprobieren können, Knuddeluff? Ja, perfekte Äpfel, perfekte Äpfel. Tanzt er da jetzt mit seinem Apfel? Oh, hast du etwa nicht zugehört? Wenn du eine Idee hast, teil sie uns doch bitte mit. Wenn du deine Weisheit mit uns teilen würdest, wären wir vielleicht in der Lage, dieses Rätsel zu lösen. Na, vielleicht sollten wir auch einfach nur jemand anders um Hilfe bitten. Du sagst es. Es war ein Fehler, ihn zu fragen. Er hört uns einfach nicht zu. Quatsch, ich habe ganz genau zugehört. Wie bitte? Ihr habt mir doch geholfen. Da wäre es doch schrecklich unhöflich von mir, nicht aufzupassen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es doch eigentlich ein herausforderndes Rätsel, nicht wahr? Es gibt hier nur zwei Eingänge. Egal, welchen man auch nimmt. Swusch, nochmal machen, nochmal machen. Ich gebe auch auf. Ich weiß es nicht. Allerdings? Allerdings? Nun, ich frage mich, ob die sichtbaren Durchgänge die einzigen sind. Die sichtbaren Durchgänge? Sie sollen nicht die einzigen sein. Wow, mein perfekter Apfel. Ich hatte recht. Perfekter Apfel. Perfekter Apfel. Wo ist er hin? Knuddeluff ist einfach durch die Wand gelaufen. Was zum Kuckuck? Knuddeluff ist verschwunden. Aber wenn das so ist... Natürlich. Wenn das so ist, ist diese Wand... Diese Wand ist anscheinend ein getarnter Durchgang. Was könnte das sein, wenn das stimmt? Gardevoir, Schlappohr, lass es uns herausfinden. Ja, okay. Ich speichere aber erstmal lieber, nicht, dass irgendwas Fürchterliches passiert. Und ich weiß nicht was. So, erstmal gucken, was wir so zu lagern haben. Verhindert Verwirrung, dann machen wir das mal eben weg. Warum habe ich 4 Äpfel dabei? Ich glaube, so viele brauche ich nicht. Plosivsamen und unfassbar viele Top-Elixiere.
So. Habe ich keinen einzigen Belebersamen mehr? Ich denke, ich nehme einen Belebersamen mit. Und ich bitte aufhören, nur eins anzumarkieren. Wie viel habe ich denn? 3. Boah. Die haben sich ganz schön aufgebraucht, ehrlich. Und jetzt speichern wir noch, bevor wir weggehen. Speichern und fortsetzen. So, aber ich würde sagen, wir gucken uns den geheimen Tunnel im nächsten Part an. Bis dahin macht es gut und tschüss.